So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute nicht, sondern ich melde mich nach langen Wochen der Abwesenheit wieder zurück und es geht auch jetzt wieder los mit mehr Videos auf meinem Kanal. Ich habe einige Zeit lang nichts gemacht, hatte privat mehrere Dinge zu erledigen und war dann auch jetzt für mich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einer Woche in Essen auf der Messe Spiel 22, habe mir da ein paar Neuheiten besorgt und ich möchte euch jetzt heute ein kleines Update geben, welche Spiele in den letzten Monaten, seit ich das letzte Video gedreht und veröffentlicht habe, hier eingetrudelt sind und was ihr dann in nächster Zeit erwarten könnt. Fangen wir in der zeitlichen Reihenfolge an. Als erstes kam hinzu bei mir, es blendet etwas, Quest, ein Social Deduction Spiel für 4 bis 10 Spieler, basiert wohl auf dem Vorgänger Avalon, den ich nicht kenne. Ihr werdet jetzt sagen, Moment mal, halt, Spartakus, du bist doch hier der Solospieler. Ja, bin ich auch. Dieses Spiel hat mich aber auf der BerlinCon fast schon angesprungen. Mir gefällt das Artwork unglaublich gut und die Möglichkeit, das zu spielen, hatte ich in der letzten Woche auch. Nämlich am Tag vor dem Spiel, an dem Mittwoch, hatte ich in Bochum einen sehr, sehr interessanten und lustigen Spielenachmittag zum Warm-up vor dem Spiel sozusagen. Schöne Grüße an den Gastgeber Marc, an die Sabine, an die Jule, an die Anja Thier und an den Stefan. Das war richtig klasse, hat Spaß gemacht. Gerne wieder, wenn ich mal wieder in Ruhrpott bin, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Das war Quest, da haben wir ein paar Runden gespielt. Sehr spannend, aber auf dem Kanal hier werdet ihr dazu natürlich kein Video finden. Falls euch aber mal diese Box über den Weg läuft, auf der Spiel gab es die als Big Box in Kombination mit dem Vorgänger Avalon, der dann auch mit diesem Artwork versehen worden ist. Gerne zuschlagen, schaut es euch mal an, spielt es mal mit, wenn ihr Gelegenheit habt. Macht Spaß. So, jetzt aber wieder zu Solo-Spielen und Solo-spielbaren Spielen. Dann kam vor einigen Wochen eine Kollektion an von 3 Spielen, die Blue Collection, 3 kleine Spiele. Fangen wir mit dem Insert Coin to Play an. Das ist ein Flip and Write. So ist besser zu sehen. Ein Flip and Write. Ihr bekommt am Anfang Karten, aus denen ihr draften könnt und dann malt ihr in eurem Block die Silhouetten der jeweiligen Figuren ein. Und im Laufe des Spiels werden die Karten aufgedeckt und ihr könnt unten eine von 2 Tetris-Formen wählen, die dann einzumalen sind in die Figur. Und wenn ihr die Figur gefüllt habt, bekommt ihr den Bonus der Karte, auf der diese Figur zu sehen ist. Und der kann euch dann wieder helfen, weiter vorwärts zu kommen. Und wenn man das nicht schafft, dann gibt es entsprechend Lebenspunkte, wie so Computerspiel praktisch. Die Optik ist auch so gehalten, Pixelgrafik der 80er. Macht schon Spaß. Ist aber aus meiner Sicht ein Flip and Write, das man nicht zwingend haben muss, denn es hält sehr auf mit der Zeichenzeit am Anfang, mit der man sich seine individuelle Figur vorzeichnen muss. Nichtsdestotrotz, das war halt eben Bestandteil der Blue Collection. Und die beiden anderen Spiele hier sind umso spannender auch für mich. Das erste nehmen wir Cyberdoom Tower. Da geht es darum, sich per Würfeln Stück für Stück durch ein Hochhaus und die verschiedenen Etagen vorzuarbeiten, um Schlüssel einzusammeln und dann zum Schluss den Oberboss zu bekämpfen, den Oberroboter. Denn das Ganze wird bewacht von bösen Robotern, die dann als Wachen hier nach und nach in Richtung Aufzugsschacht kommen, indem man immer wieder zurück muss, hoch muss und dann wieder weiter rein in die Etage und so weiter und so fort. Ich habe bisher nur eine Probepartie davon gespielt. Da werde ich mich weiter reinfuchsen und euch dann auch ein Video dazu drehen. Das ist Cyberdoom Tower. Übrigens, das Spiel hat auch eine kleine Playmat, die das Ganze, den Aufbau etwas vereinfacht. Zeige ich euch dann. Und dann haben wir One Card Dungeon. Ja, One Card Dungeon, nicht One Deck Dungeon oder so. Es geht tatsächlich auf einer Karte, ist es den Autoren gelungen. Die Spiele kommen alle aus Italien, von Little Rocket Games. Den Autoren ist es gelungen, auf einer einzigen Karte, hier hinten sieht man es ansatzweise, 12 verschiedene Level eines Dungeons unterzubringen mit verschiedenen Monstern, genau genommen 4 Monstertypen, unterschiedliche Anzahl, unterschiedliche Kampfstärken. Das alles nur mit ein bisschen Würfelplacement und nur 3 Würfel werden wirklich geworfen. Spannendes, lustiges, kleines Spielchen, macht Spaß, aber dafür muss ich mir noch ein oder 2 Partien gönnen, bevor ich euch auch davon ein Video machen kann. Dann kam der Post, hatte ich bestellt. Auch das Spiel sollte eigentlich einigen von euch schon bekannt sein, The Guild of Merchant Explorers. Das haben wir schon mehrfach irgendwo in Videos gesehen. Hat natürlich auch einen Solo-Modus, ist ein
Flip-and-Place-Spiel. Und ja, das gefällt mir viel besser als andere Flip-and-Write oder Roll-and-Write-Spiele, weil man hier keine Stifte verschwendet, die dann austrocknen können, wo man Nachschub braucht, oder Blöcke. Hier werden die Blöckchen platziert auf der Karte. Da wird nichts bedruckt oder beschrieben und was muss das dann anschließend weggeschmissen werden muss. Dazu habe ich mir dann auch, das ist schon eingebaut in der Packung, auf der Messe in Essen für 5 Euro die Erweiterung gekauft. Da sind dann nochmal in vierfacher Ausfertigung zwei Pläne, zwei verschiedene Landkarten drauf, ein paar Karten, ein paar Token und das Ganze mit ganz leichten Regelerweiterungen. Das sind also weitere mehr vom Gleichen. Ja, nicht ganz. Da kommt noch das Eis ins Spiel und andere Effekte. Eine Erweiterung, die ich mir auch in Essen auf der Messe gekauft habe, waren die beiden Zoopläne für Arche Nova. Hier die Auffangstation und den Geo-Zoo. Ich habe es jetzt noch nicht spielen können seitdem, aber ich denke, das wird irgendwo vor Weihnachten noch möglich sein, dass ich sie spielen und dann davon berichten kann. Vielleicht mache ich es auch solo. Das werden wir uns anschauen. Es sind leider nur zwei Karten, jeweils doppelseitig, sodass beide Karten gleichzeitig im Spiel sein können, wie das mit den Karten 1 bis 8 auch im Grundspiel der Fall ist. So. Dann habe ich auf der Messe auch ein paar wirkliche, richtige Spiele gekauft. Citrushain, nicht groß, klein, aber fein. 18 Karten, ein Eichhörnchen, ein paar Würfel und eine Früchte- oder Obstschubkarre. Ihr kennt das Video bestimmt oder ihr kennt das Spiel bestimmt, Obsthain. Das ist der Vorgänger davon, das ist jetzt Citrushain, der Nachfolger. Den habe ich mir auf der Messe mal für ein paar wenige Euro mitgenommen. Auch dazu wird es ein Video geben. Dann ein etwas älteres Spiel von Hoch Café. Ein, kann man sagen, Engine Builder. Ja, vielleicht, kleiner Engine Builder. Hat auch einen Solo-Modus, den ich noch nicht testen konnte. Ich habe es bisher nur zu viert gespielt. Das hat mir letztes Jahr, bei Ben habe ich das gemacht, auf einem Montag mit Markus, da war ich zu Besuch. Zusammen mit McFly, Markus und Ben habe ich das gespielt. War sehr schön, hat mir sehr gut gefallen und deswegen habe ich mir dann jetzt auch mal meine eigene Version gegönnt. Dann habe ich noch ein reines Solospiel neu für mich besorgt. Das nennt sich Resist. Da spielt man den spanischen Widerstand gegen das Franco-Regime 1936. Das ist vom Artwork her, hat mir das sehr gut gefallen, als ich es mir auf der Messe angeschaut habe. Dann habe ich zugegriffen. Das Spiel ist nach meinem ersten Testspiel letzte Woche ziemlich knifflig und nicht einfach zu gewinnen, aus meiner persönlichen Perspektive. Ich werde da mal noch ein paar Partien spielen müssen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist die Platzverschwendung, die man hier eingegangen ist. Also ihr seht das vielleicht, die Box ist noch nicht mal halb voll. Die wäre deutlich niedriger gegangen. Ich weiß nicht, ob es vorgesehen ist, hier noch Erweiterungen mitzuliefern irgendwann mal, die dann mit hier reinpassen. Dann würde ich das verstehen, aber so verstehe ich es nicht. Das Spiel selber gefällt mir aber sehr, sehr gut. Dazu kommt dann baldigst ein Video. Und zwar ziemlich zügig. Die liebe Gelis, die ich auf der Messe kennengelernt habe und die auch eine meiner Zuschauerinnen ist, liebe Grüße, hat sich das gewünscht. Dann habe ich mir ein größeres Spiel, mein erstes Pandemic-Spiel gegönnt, Star Wars The Clone Wars. Hier geht es dann darum, eben mit Jedis gegen Schurken, nicht gegen Krankheiten, aber eben gegen die Droiden und die jeweiligen Schurken zu kämpfen. Regeln habe ich mir schon soweit angelesen, ein Spiel habe ich noch nicht damit gespielt. Ich freue mich drauf, finde ich sehr spannend. Was haltet ihr davon? Sagt mal in den Kommentaren, was ihr dazu meint. Und dann gibt es einen kleinen, ja, ich weiß nicht, ob Geheimtipp oder nicht, etwas, was ich in der hinteren Halle, in Halle 6 gefunden habe, Noah Planet, ein Kartenspiel von einem taiwanesischen Verlag für 1 bis 5 Spieler. Ich habe es in der Zwischenzeit auch spielen können, war eine lustige Geschichte. An dem Freitagabend hatte ich das gesehen, habe mir den Prospekt erstmal nur mitgenommen und am Freitagabend hat mir dann der Marc gezeigt, was er so gekauft hat am Freitag und da war das mit dabei. Dann haben wir das an dem Samstagmittag auf dem Meet and Play in Essen an dem Tisch von Ben dann gespielt, zu viert und dann später auch nochmal zu dritt. Und dann haben wir beschlossen, okay, das hole ich mir auch. Und hier ist es nun ein Kartenspiel, ein Set Collection im Wesentlichen. Man sammelt
Tiere, man sammelt Pflanzen und baut damit Nahrungsketten auf, die dann erhalten werden müssen über mehrere Runden hinweg. Und da gibt es dann Punkte für die jeweiligen Nahrungsketten, für die jeweiligen Eigenschaften der Tiere. Man kann auch anderen dabei ins Gehege pfuschen. Und ja, ein sehr spannendes kleines Spiel. Wahrscheinlich sogar etwas mehr, als man von außen zu sehen glaubt. Werde ich nochmal genauer rausfinden. Und dann habe ich das Spiel, weswegen ich eigentlich zur Messe gefahren bin, mir natürlich auch besorgt, mitgebracht. Das ist Revive, eine relativ schwere Kiste. Da ist eine Menge Material drin. Ein ganz tolles Spiel. Ich habe es inzwischen auch schon zu dritt gespielt. Was ich noch nicht gemacht habe, ist mir den Solo-Modus genauer anzugucken. Das steht jetzt auf der Liste für die nächsten Wochen. Und dann kommt dazu natürlich auch ein Video, ein Worker Placement mit Karten getrieben, auf dem man jeder Spieler auch noch seine eigene Engine hat, die er weiterbaut. Und auf dem zentralen Plan versucht man sich dann auszubreiten. Man kämpft nicht wirklich gegeneinander, man besetzt vielleicht mal Plätze, die der andere besetzen wollte vorher. Man nimmt sich vielleicht mal eine Karte oder ein Maschinentoken, das der andere haben wollte. Aber das ist nicht wirklich hochinteraktiv. Man muss aber die anderen ein bisschen im Auge behalten. Macht sehr viel Spaß. Den Solo-Modus muss ich noch ausprobieren. So, das war mein Essen-Loot, mein Loot aus den letzten Monaten. Das blendet etwas, das lege ich mal nicht so hin. Als erstes wird in den nächsten Tagen dann ein Video zu Resist zu sehen sein. Ich hoffe, die Auswahl gefällt euch. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht nicht genommen hättet oder was ihr mir noch empfehlt, dringend mir genauer anzuschauen. Und ich bereite jetzt ein Video zu Resist vor und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.